17. Folge von Rise of Rome. Und sieht eher aus wie Fall of Rome hier. Wir schießen gleich mal eine Salve. Kannst beides machen. Kannst selber reinschießen und auch noch diese Salve befehligen. Schieß sie weg. Zielen ist da nicht viel, oder? Ja, die stehen auch netterweise alle da. Also die römische Verteidigungslinie hält noch. Man sieht es oben rechts. Noch ordentlich Power. Call of Duty mäßig. Nein. Oh, hier hinten ist immer noch irgendwas. Ja, dann ziehen wir wegschießen. Achso, nee, dann hätte er. Der ist von oben bei der Salve drauf gelenkt. Da jetzt mal die Salve rein, genau, für den eigenen Bogen schützen. Ja. Das ist von oben mal die Feuerpfeile hageln. Nur normale. Und Feuer. Aber ich sehe die ehrlich gesagt immer nicht, die Salve. Hier nicht? Ja, vorhin eben hat es einmal gesehen, ne? Als er auf die Bogenschützen geschossen wurde. Jetzt müsste mal was kommen. Okay, das muss aber loswerden, den ich fand. Das wird ein bisschen schwierig für die Schildreihe. Oh, das war knapp. Wenn der von angekommen wäre, wäre aber. Ja. Schwierig geworden. Dann scheint man die Seiten ein bisschen im Auge behalten und irgendwelche komischen Spezialeinheiten anrücken. Da hinten sich ein paar Bogenschützen aufstellen, wie zum Beispiel. Schau mal, die Salve kümmert sich scheinbar immer nur um die Bogenschützen. Weiß ich nicht. Oh, das ist ein starker Typ. Also ehrlich gesagt, das ist ganz schöner so Scheiß. Schenken. Das ist halt so ermüdend und ja, spielerisch halt. So ein Kurz kann man es ja meinetwegen machen, ja, aber das ist so halt. Das kann man sich komplett schenken, das stimmt schon. Vor allem auch die Geschwindigkeit in der, das ist halt wirklich wie so ein Railgun schon fast. So. Vielleicht würde ich eh gleich weg mit dem. Das ist so geil, Mann. Na super. Top Game Design. Albern. Ja, mal kurz kann man es machen, um was zu veranschaulichen halt. Wie halt ja, aber das immer, ist halt viel. Dass sich halt so in die Länge zieht immer. So, haben das Spiel wieder zu viel gelobt in den letzten Folgen. Jetzt kommt wieder so eine Scheiße. Was haben wir jetzt davon? Nach der schönen Arena jetzt alles. Die Arena ist cool, ja? Total. Ey, das können wir nicht machen. Muss jetzt irgendwas. Muss irgendwas. Schieß mit genau, dem Kessel da, den großen, der so rot leuchtet. Vielleicht ist dann mal Schluss. Den anderen Kessel auch nochmal. Vielleicht den da oben. Ja, kommt. Oh, warte mal, hier vorne ist ein rotes Fass hier links, weil der gerade daneben steht. Oder? Hier vorne, wenn er in der Nähe ist. Ja, es muss. Ja, komm. Ja. Irgendwas musst du doch auf sich haben, dass dieser rote Adler mal leuchtet. Musst du irgendwie noch was kaputt schießen an der Stelle? Da ist der große rote. Achso, das sind hier bloß die Fässer hier vorne. Kannst du den Dings treffen dann? Oder rote Adler? Kann ich auch nicht vernünftig anzielen. Ey, mal ernsthaft, so, das muss ihnen doch auffallen. Ja, bestimmt, mach mal den linken Kessel noch kaputt da. Den linken Kessel, genau den. Das müssen sie doch beim Playtesten merken, dass das scheiße ist. Nein, wir machen bestimmt gerade was falsch. Irgendwas müssen wir hier noch. Das ist schon eine ganz schön geile Szene gerade. Hätten sie da nicht echt irgendwie einen Grafiker noch ransetzen können, zwei, drei Figuren mehr zu basteln? Nicht vermissen, ja. Ich meine, da bauen sie diese schöne Stadt und alles. Und die sahen alle gleich aus, die Hampelmänner. Boah, ist das vielleicht gerade die ätzendste Szene im ganzen Spiel? Ja. Ich glaube ja. Oh, da, er noch. Ey,
Was ist denn das? Irgendwas schneit. Ich glaube, wir machen irgendwas falsch. Ich wüsste nicht. Ich habe auch schon überlegt, aber wir haben die Kessel zerstört, da, die da rumstehen. Vielleicht hier irgendwas noch? Kannst du da irgendwas. Ja, na klar, kommt noch so ein bescheuerter Elefant. Na, endlich. Auch total ersichtlich, warum jetzt die Szene zu Ende ist. Hier, weil ein Steinchen geflogen kommt. Bei den Göttern. Diese dreckigen Bastarde werden immer mehr. Wir müssen sie aufhalten. Feuer frei! Ich führe den Gegenangriff. Ich brauche jeden. Nein, ich führe den Angriff. Du schaffst es niemals zurück. Ich kann nicht den ganzen Ruhm dir überlassen, oder? Aber hübsche Klamotten haben sie an. Immerhin. Da hätten sie ihm jetzt auch noch helfen können, da oben, oder? Oh, Budika. Oh. Bestimmt, oder? Ja. Voll ins Auge. Der arme Elefant. Die hat's noch nicht. Ja, natürlich nicht. Oh. Sieht ja schon geil aus. Oh, okay. Ist auch so geil. Da vorne wird gekämpft, da steht eine dumme Wache rum, hier steht einer ja, blöd. Ja, aber das ist die Organisation bei den Römern. Deswegen, die rennen halt nicht einfach blindlings drauf rum. Die machen das genau richtig. Er sucht jetzt die Reservekohorte. Machen das genau richtig. Okay. Zeig dir doch ein richtiger Soldat. Tschüss, du Depp. Oh. Willst du noch mehr? Heute stirbst du. Und, na, noch einer. Ja. Der hatte auch sehr gut. Passt. Nee, Quatsch. Hallo? So, müssen wir die Reserve noch irgendwo einsammeln. Böse, sind zum Umgucken oder was? Oh. Ach stimmt, wir sammeln ja noch Schrifttreue. Ja, genau. Haben fast alle. Die lesen wir dann danach.
bestimmt tolle Gedichte und so ein Zeug. Ja. So, für die Soldaten über das Forum. Alles sieht ja sehr geil. Ja, super. Vierte Kohorte. Wenn Dead Rising halt so aussehen würde, mit den ganzen Zombies und so. Das muss ich auch echt mal ausprobieren. Ah, super Spiel, macht total Spaß. Echt gut. So ein albernes, übertriebenes, überzogenes Spiel. Ja. So cool. Ach, schau mal, da ist wieder was zum Formieren. Ja. Ich werde, wir kommen eine Minute zu spät. Meinst du, Vitalion hat's dann? Das wäre ja was. So, jetzt wieder Strategieelemente. Okay, Legionäre verteidigen die linke Flanke und du musst dich um die rechte kümmern und musst den Skorpion benutzen. Ah, okay, hier kriegst du, musst du nicht, nimm lieber das, bei dem anderen musst du selber das Skorpion bemannen. Glaube ich, und bei dem hoffentlich nicht. Ja, ja, fuck it. Auf die linke Plattform. Und du musst jetzt trotzdem noch das Skorpion benutzen. Och nö. Was haben sie denn dabei gedacht? Keine Ahnung. Oh nee, doch, nicht ganz. Lieber Leute schnetzeln. Kannst übrigens auch. Du hast auch volle Fokusanzeige, ne? Genau. Ja, komm mal her. Nutzen wir das da mal. Das waren jetzt ein paar zu viele Tasten, die ich da drücken musste. Hat schon geil aus, aber so ganz leicht. Ja, geht noch. So wie die richtig coolen ihre Basecaps aufsetzen, so hat er seinen Pfeil getragen. Wow, 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 wow. Fokussier dich mal, Christian. Um mal so einen dezenten Hinweis zu geben. Schnauze. Und leck. Jawohl. Ach. Okay. Ja, offensichtlich. Ja, offensichtlich irgendjemand aufgeräumt. Du hast auch die Salve nochmal abgefeuert während der Exekution. Wahrscheinlich hast du den hier mit erwischt. Zack. Sehr schön. Wow, wow, das ist aber was Neues, oder? Dass der am Ende nochmal so einen ganz starken Schlag hat. Ja, nur was Neues. Oh, ups. Ja, trifft dich schon ganz gut dann. Schön. Ah, fuck. Ich dachte, das ist gelb. Ah, nein, nein, nein! Ah, komm her. Ah, schon wieder falsch. Diese geilen Gelee-Arme. Sieht so blöd aus. Ist der Armknochen tatsächlich da? An der Stelle? Der sieht so irgendwie so weit nach hinten aus. Das kommt so hin. Das ist ziemlich auf der rechten Seite. So links und oben. Bei diesen habe ich jetzt, weiß ich nicht, oben und links und unten so 20 cm Muskeln ungefähr. Und dann hat der Knochen. Ich habe gerade mal nachgeguckt, weil der Knochen ist dann nur so wie ein Strohhalm. Dabei ist total verlockende Option. Ich nehme Tor 3, ich bringe euch alle um. Wow! Voila, Moment. Moment. So. Tschüss. Halt mal. So, genau. So, du. Schnipp, schnapp, schnipp. Und drüber. Mal ordentlich wegschnetzeln. Ach, fuck. Falsch, das. Also egal. Dann halt tot. Wo sind eigentlich unsere Salven? Was die immer noch mal brauchen. Ich halte das für unrealistisch. Zack, komm her. Hier und noch einer. So, jetzt hat er es aber, oder? Nee, noch nicht. Nee, immer noch nicht. Oh, der hat es aber gleich. Kollege, Kollege.
Jetzt. Jawohl. Ah, schon wieder falsch. Was ist denn da los? Ach, guck mal. Hast du gesehen? Ja, ist da rüber geklettert. Ja, klar, ja. Das habe ich noch nie gesehen. Und wie niedlich, weil er wahrscheinlich glaubt, er kommt von dannen. Und wie tragisch er irrt. Tschüss. Oh, der Spinner noch. Oh. Mit einem schweren Angriff gekontert. Also mit einem doppelschweren Angriff gekontert. Das muss man auch erstmal machen. Ja, du auch noch. Zack. Und noch einer. Oh, 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 oh. Nee, 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 nee. Moment. Wenn der wegfokus, dann ist, wenn die großen Spinner schnell los, die nerven sonst so. Was war das für ein Reingeglitsche hier? Ja, komm. Und da rein. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Zack, zack, zack. Sehr schön. Ah, falsche Taste. Ah, schon wieder falsche Taste. Nein. Komplett alles falsch gemacht. Du machst jetzt hier alles richtig dafür. Da gibt es nicht so viel zu tun. Oh. Ich dachte, er nimmt das Schwert. Ja, komm her. Oh, was flog denn da um die Gegend, um die Ecke? Halt. Ja, unterbrochen. Jetzt reicht's aber. Haben wir auch extra alles gelevelt mit dem Fokus. Das lange hält, so sehr viel von haben. Das muss er schön ausnutzen. Ja, aber oh, das klappt, oder? Ja. Ja, aber oh, das ist klappt. Schön. Wie Butter. Ja, Doppelrichtungen sind schon cool. Kannst du es normal machen bei den beiden Spielern. Na, komm rein da. Dankeschön. Und schön wieder Fokusenergie. Oh, was jetzt? Ah, siehst du? Ah. Oh. Das war so klar. Völlig shell-shocked hier. Marius, Sohn Roms, erhebe dich. Es ist noch Zeit. Dein Schicksal erwartet dich. Sieh dich um. Wie soll ich den Fall Roms verhindern? Alles ist verloren. Verschwende deine Zeit nicht mit den Blütenblättern. Schneid den Kopf ab. Boudica. Wir können sie nicht mehr lange aufhalten. Boudica. Herr, ich weiß wirklich nicht, wie lange wir noch...
Gunst der Götter ist versiegt. Wir müssen... Zurückfallen? Fliehen? Hast du für diese Worte deinen Posten verlassen? Deine Männer verlassen? Wir wurden von den Göttern herbeigerufen. Und du willst fliehen. Ich sollte dich umbringen. Du bringst Unehre über deine Männer. Du bringst Unehre über mich. Du bringst Unehre über Rom. Was ist das denn? Telefon. Können wir gleich noch raus. Dass Rom nicht fallen wird. Nicht heute. Heute kämpfen wir. Beordere die Reste der 6. Legion zur Unterstützung der Westflanke. Ziehe die 5. aus der Altstadt dazu. Ich werde die Reste der 14. suchen und den Feind direkt vor dem Palast angreifen. Los! Verstanden. Die Frontlinie wird halten. Und wenn ich selbst dafür sorge... Müssen wir wieder alles alleine machen. Und wie, das zeigen wir euch in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.